Jo Leute, weiter geht's mit High on Life, nachdem das Spiel leider abgestürzt ist hier. Wir sind wieder da, wo wir vorhin waren, also kein Ding. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder irgendein Scheiß passiert und wir einfach weiterspielen können. Deswegen Daumen drücken. Aber es sieht gut aus. So, jetzt müssen wir ein paar Gegner töten hier. Warp-Basis voraus. So viele Gegner hier. Alter. Drohnen auch noch. Bravo, sind die denn alle? Also wir müssen auf jeden Fall hier rein, aber wir müssen erstmal alles töten, weil hier steht ja, kämpfe dich durch die G3. Ach, da ist er. Irgendwie gibt es Sound und FPS-Einbrüche. Keine Ahnung wieso. Hier ist so ein Warp-Kristall. Die brauchen wir auch zum, um Sachen zu kaufen. Erstmal töten wir hier alles, dann können wir da in Ruhe hin. Alter. So. Ich glaube, wir haben es geschafft. Genau, jetzt können wir den Warp-Kristall einsammeln. Ja, und die müssen wir immer, wenn wir eine gegnerische Basis übernommen haben, kriegen wir so einen und können einsammeln und dann halt eben Sachen kaufen. Und das sind auch wichtig für Achievements. So, jetzt wohin? Also die Tür war schon richtig. So, hier können wir runter. Wow, a real G3 training facility. Maybe Douglas does the training. Wir müssen da lang, aber wir gucken hier auch mal, ob es noch eine Kiste oder sowas gibt. Was ist das? Hey, hey, you can trust me. He's fine. I'm trustworthy, I promise. Hey, hey there. Thanks for coming over here. I'm the goop guy around these parts. You wanna sneak in the G3 facilities? So, ja. You gotta get covered in goop. That's just how it goes. My stuff's quality. So you want some goop, right? You know what? Yes. How about a big fat yes? Let's go. Perfect. Head down the alley there and just let the magic happen, I guess. Don't worry. First goop's on me. Just tell all your buddies about it. I'm the goop guy. I do goop stuff. Er redet gar nicht mehr, aber er redet trotzdem. Na ja, okay, wir sollen hier die Alley runter. Mal gucken, was jetzt passiert. Oh my god, not what I was thinking it would be. Oh, this
fucking so, oh my god, the smell! Oh my god, I'm gonna fucking throw up. Okay, okay, I'm alright. Okay. Oh my god. Hey, look at you. You're all gooped up. I gotta be honest. It won't last long. It's not the real stuff, so. Ein bisschen verbuggt, glaube ich. Okay, Douglas again. This ad is about the torture. The last one was about joining the G3, but this one is about how I love torturing. It's not an ad for anything. It's just like a reminder that part of my job is also torturing people. Enemies of the G3, random strangers who look to be funny, anybody. Okay. I'll torture whoever. Doesn't matter. Oh, looky here. Die gucken sich einen Film an oder was? Sollen wir da auch hin? Are you fucking kidding me? They have some whole thing prepared. Shut the fuck up, it's starting. Schon wieder so ein Film, aber nicht mit Denise Richards diesmal. Das ist Douglas. Wir müssen uns das anschauen, das ist die Quest. Training, torture? What's the difference, I say? Look to your left, now look to your right. Both of those people are gonna die today. You are about to jump right into an accurate warp-based simulation of what it'll look like to be on the real battlefield. And let me tell you, you're probably gonna die. But hey, if you don't, you get to join the G3. Big whoop. All right, that's it. Lock and load, fuckers. Oh my god, is that... All right, shut you it saw off. That, right? I got torture in the game. So, it's hurting Douglas alles. Has a Gatling. We got a rescuer. Jesus, these fucking Merkeloids. Oh, fuck, here we go. I shit, what's I hope that? It's not too difficult. You wanna fuck with the G3? Another way! Aber wow, wie viele? Kiste? What do we have here? Was ist das? Schließe das Schlachtfeldtraining ab. Das ist das hier, oder was? Wahrscheinlich. Right, that's the last of them, right? Oh, okay, you beat all the weak guys. Easy. Really schließe den Hindernislauf ab. Oh, okay. Wo? Hier. Okay, wow, Hochspannung. Okay, you know what? It looks like some simple platforming. You know, like what you'd see in like Lucky's Tale. On really? You got hurt? You know, that looked like it should have been easy. I'm slipping! I'm slipping! I'm slipping! I'm slipping! I'm slipping! Ah! Witzig. Fuck! Shit, this must be the beginner course. Come on, stop messing up! You know, listen, you're not gonna impress me if you get through this. It's pretty simple. Okay, let's just get this over with. Okay, haben wir das geschafft oder sind wir jetzt wieder zurückgelaufen? It's apparently harder than it looks. Phew, okay, that fucking jump. God damn, that was a little we made it. That was a little tough though. Oh ja, wir haben es geschafft. Congratulations, shitheads! So you made it past the first training exercise. Big deal. That one was easy. We lied and said it was hard to scare you. Oh, it's fun to freak you. Warte, eine ganze Stunde steht da oben links. Now get ready for exercise two. It starts in 1 hour. That's right, you have to wait a full hour. We're testing your resolve. So just stand there patiently and wait. Then this door will open and you can continue. Okay, there's no way we're waiting a full hour. Ihr merkt, dass das irgendwie, was er sagt, nicht ganz dazu passt, zu dem Geschehen und zu den Untertiteln. Es liegt aber wirklich nicht am Video, sondern es ist auch live auf der Xbox One so. Also, keine Ahnung warum. Irgendwie scheint hier was schief zu laufen, aber ich werde auf jeden Fall die Guides dann noch auf der PC-Version machen. Guck mir das Ganze nochmal an. Vielleicht habe ich auch ein Update nicht runtergeladen. Ich bin nach der Arbeit direkt hier ans Spiel gegangen. Please, for fuck's sake, I'm begging you, just find another way out of here.
Unser Internet ging sowieso den ganzen Tag nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt fängst du an zu spielen, bis es wieder abkackt, Vodafone und so. Hojo. Okay, thank God. Okay, let's ditch this whole recruiting bullshit thing. So, wir müssen hier lang durch diese, ja, Luftschächte. Wahrscheinlich ist... Okay. Da kam jetzt wieder Untertitel, aber er hat nichts gesagt. Erst jetzt redet er. Schade. Oh my God, hello! Thank God you're here. My name's Dr. Jupy. Douglas kidnapped my whole family, and I'm trying to sneak in and save them. But I just can't get through these pipes in the next room. Oh my. Hey, listen, little guy. We're trying to find Douglas too. You know, maybe we can help each other. God, I'm so worried. I'm gonna throw up. You really helped me. Oh, gee, I'm so grateful. Follow me. Ja. Ich kann da aber leider nichts machen, das ist einfach so. Hey, don't worry. This is a classic textbook puzzle situation. Okay. I think me and my bounty hunter partner can figure this one out. Don't even worry. Oh, how wondrous. I'm forever in your debt. Wir müssen diese ganzen Rohre verbinden jetzt. Schauen wir mal, wie. My wife Plimmy, my kids Swoopy and Froopy. So. I'm gonna get to see them soon. I should be able to spin those pipes around by shooting them. I bet you're gonna solve this puzzle in no time. Jetzt geht's hier rein, da hoch. Das war's schon. We're gonna go to Hungry Flats and go nuts on the Red Pop. And don't worry, it's on me. Nee, das war's noch nicht. Hier. So. The day I married my wife Plimmy was the happiest day of my life. Hier fehlt noch was. Oder? Wow! Ja, doch. Okay, wir haben es geschafft. Listen, I'll never forget this. You're my personal hero. Oh, come on. You're too kind. It was easy. Oh. Did you say you're heading to find Douglas too? His office is that big building up on top of Dregtown. There's a zip line just past here that'll take you right to him. Huh. Well, all right then. I hope the guy gets his family back. Ja, ihr seht das da auch ja, kleine boah. Douglas, here we come. That was oh, das war Absicht. Okay. Keine Ruckler gibt und so und dann das ist aber wirklich so. Man könnte natürlich sagen, okay, liegt da eine Aufnahme, aber stimmt nicht. Echt so. Die Soundeffekte stimmen überhaupt nicht überein.
Drones. Ich bin 100% sicher, dass ich irgendein Update nicht runtergeladen habe. Alter, wie viele Gegner? So, das ist diese Achievement. Ich weiß nicht, wie viele man, wie viele Augen man ausstechen muss. Ich glaube 20. Oh, was ist das? Endboss. Oder einfach nur ein Gegner. Nur einfach nur ein Gegner. Ja gut, ich habe es auch leicht eingestellt. Also. So, jetzt haben wir noch einen Warp-Kristall. Und die Schussgeräusche kommen immer noch, obwohl es schon zu Ende ist. Congratulations, graduates, on joining the G3 or whatever. I really can't stress enough how little I give a shit. Now report to your commanding officer and we'll send you off to die fighting for us on whatever dumbass planet we decide. See ya. Okay, entkomme der Trainingsarena. Also hier müsste ja irgendwo eine Tür offen sein, ne? Oder auch irgendwas anderes? Vielleicht doch da oben. Schauen wir uns einfach mal um. Und vielleicht da vorne? Hm. Nein. Von hier komme ich nur auf die andere Seite. Was sind denn diese komischen Dinger? Sind das Schilde? Oder was ist das? Ach so, einfach durch die Tür. Alright. Unsere Schwester hat eine E-Mail oder SMS geschickt. Sie hat nichts über die Eltern rausgefunden. Wir gehen einfach mal hier hoch. Da kommen wir wahrscheinlich irgendwo raus. Nein, doch. Hilft Dr. Jupi erneut zu entkommen. Also wir müssen wieder die hier die verbinden. Die ganzen Rohre. Fangen wir mal hier an. Sieht irgendwie falsch aus. Falsch geworfen. Das sieht schon besser aus. Hier. Nein. Probieren wir mal hier unten. Vielleicht ist da was anderes. Jetzt ist hier was. Ah ja, ich habe eine Idee. Ah, das war keine gute Idee.
this one too. Thank you. Moment, da unten geht's auch weiter. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf schieße? Da fängt's hier, hier fängt's an. Geht dann hier runter, da hoch. Hier bleibt's dann stehen, weil hier keine Verbindung ist. Und wenn ich jetzt nochmal hier dran schieße, geht's dann hier lang, dann unten. Und hier? Plimmy and the kids are probably so scared without me. I hope Douglas isn't torturing them right now. Ja, das ist scheiße. So, hoch, hoch, da, dann hier. Bisschen. Hier muss man ein bisschen gucken. I don't wanna rush you. Ich glaube, das ist nicht richtig. Und hier sieht es komplett falsch aus. Nee. How can I repay you? How's your tip for helping solve a puzzle? Aber wir müssen hier rein, in dieses Loch hier wahrscheinlich. Oder auch nicht. Okay, wir können auch auf die andere Seite gehen. Boah, das ist kompliziert, ey. Ah, hier ist eine Kiste. Okay, nochmal von vorne. Also, wir fangen hier an. Und von hier geht's dann hier runter, dann geht's hier nach rechts oben. Dann vorne. Jetzt müssen wir da hinten an der Wand gucken, wie wir da weiterkommen. Das ist da. Von hier sieht man aber nicht viel. Da geht's rein in das Rohr. Da unten. Da geht's runter. Okay, wir probieren mal was anderes hier. Das ist komplett falsch. Das ist auch falsch. Das sieht schon besser aus. Und hier müssen wir noch was verbinden. Nicht so. So auch nicht. Und so auf keinen Fall. Nein. Was ist hier? Nein, nicht so. So. Nee. Nee. So funktioniert es nicht. Oh, kompliziert. Kompliziert. Runter. Hoch. Dahin. Hier sieht es halt komplett abgefuckt aus. Das muss geändert werden. Aber ist die Frage, ob geht's da hoch. Und von hier passiert gar nichts mehr. Da müssen wir hier nochmal umschalten. Dann geht's hier links rein. Und von hier links geht's runter. Das kann aber nicht richtig sein, oder? Ah ja, jetzt geht's hier rum. Also immer da, wo es grün leuchtet. Und hier fehlt die Verbindung. Dann versuchen wir mal nochmal hier rumzumachen. Komm. Hier. Ah, nicht. So. Okay. Jetzt geht's hier rein. Das sieht doch richtig aus. Ja, da ist er. Durch die ganze Verzögerung gibt es natürlich kein Feedback, aber wenn der halt hier ist, dann passt das. Ich speichere hier mal ab, wenn man das überhaupt kann.
Jesus, kann man nicht. Douglas is gonna kill Dr. Macht nichts. Ich wollte dazu einfach einen Guide machen. Gut. Cute Dr. Jupi is. Forget about it. Jetzt? Hell yeah! What the fuck? Okay, wir sind tot. No, whoa, whoa. Da, da. Okay. Hoch. Und dann da hoch. Alright. So, wir machen an dieser Stelle mal hier Schluss für diese Folge. Denn man sieht ja, dass hier Tonprobleme gibt. Und ich würde gerne die Xbox mal kurz neu starten, um zu gucken, ob das danach funktioniert. Also Leute, bleibt dran bei der nächsten Folge. Und ja, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und bis bald. Bye bye. Peace.